Schätze mal, ich bin wohl wieder da. Eventuell. Scheinbar ist das Internet wohl wieder auf einmal tot gewesen. Ich muss mal kurz gucken, wo der hier aufgehört hat. 3:10. Oh. Keine Ahnung, wann das genau war. Gehen wir mal da hinten hin. Okay, das war, als ich mit Marty geredet habe. Als ich mit Marty geredet habe und was war dann passiert? Hab mir sein Audiolog angehört. Ja, hab mir sein Audiolog angehört, bin rausgegangen und auf einmal bumm, tot. Okay. Das ist ja doof. Das ist ja wirklich echt verdammt doof gewesen, du. Ah, jetzt ist das natürlich wieder... Okay, warte mal ganz kurz. Ich mach mal hier... Jetzt ist die Bitrate auf einmal rot. Ich hoffe mal, dass die jetzt einfach nur rot ist, weil Dingensbummens Twitch ja wieder einmal so schön am Spinnen ist. Oder OBS, keine Ahnung, was das ist. Okay, schön übrigens, dass ich einfach quasi Speicherstände en masse habe. So konnte ich jetzt einfach quasi einen alten Speicherstand laden, wo ich gerade erst hier reingekommen bin in den Ruhebereich. Ergo, ich tu mal fix einfach das hier alles nochmal anlabern, was hier war. Geh dann in die Kapsel da rein und mach das nächste Level, wo ich dann Ende mache danach. Vorausgesetzt, Internet ist nicht schon wieder plötzlich tot. Das wäre halt nicht so schön. Wobei, nee, komm. Ich skipp mal das meiste, was hier war. Ich meine, ist sowieso jetzt nicht unbedingt wichtig. Ich gehe zu Dingensbums hin. Ich gehe zu dem Audiolog. Ah ja, genau. Ich muss das hier noch kurz machen. Marty hielt mir den Rücken frei. Ich weiß jetzt... Ich glaube nicht, dass das... Das war, glaube ich, noch innerhalb des Streams, glaube ich, gewesen, wenn ich mich nicht irre. Das war, glaube ich, noch innerhalb des Streams gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Okay. Das dann nochmal abspielen lassen, während ich hier wegrenne. Ich gehe mal eben zu Marty, laber ihn an. Dann tue ich das hier an, gucken mir. Und ungefähr ab hier war dann Internet weg. Lass das kurz durchlaufen. Gotta avoid getting turned around. Whole place feels like a maze. Also a great place for ambushes. Important to keep that in mind. Sounds like good advice. Let's hope so. Das hat er gesagt, während er da hinten war? Okay. Dios, those fumes. I wonder what other locusts they're gonna throw at us. Das kann sie offenbar sehen auf einem schwarzen Monitor, wo nichts weiter ist als ein kleines Logo oben rechts in der Ecke. Na gut, ich check nochmal, ob Internet läuft. Nicht, dass es jetzt auf einmal wieder gestorben ist. Okay, das ist im grünen Bereich. Ich tue das mal wieder auf 6000 Bit machen. Gott, das ist so lästig mit dem Internet, ne? Ich hoffe mal, das beruhigt sich bald wieder. Weißt du, wenn das irgendwann während der Woche wäre, dann würde das weniger problematisch sein. Derzeit streame ich ja auch nicht während der Woche, weißt du? Aber würde es während der Woche sein, wäre es halt weniger ätzend. Es wäre ärgerlich, ja, aber es würde zumindest kein Stream halt dadurch gestört werden. Aber dass das ausgerechnet am Wochenende immer wieder sein muss, dann vor allen Dingen. Echt.
Okay, eine Seite kann ich ganz normal aufrufen. Super. Gut, dann gehen wir mal hier rein wieder und gucken uns die nächste Cutscene an, die ein bisschen mehr erklärt. So much for slow night. We just caught three bodies. Hell's Alley again? Nope. Green Hills. That'll make a change. No. No. Okay. Und so wie das aussieht, hat wohl sie hier entweder eine andere Identität angenommen, um sich so ein bisschen zu schützen, oder beziehungsweise um nicht aufzufallen, dass sie womöglich ein Polizist mal früher war, damit sie wohl diesen Ulysses, der hier der Champion wohl scheinbar momentan zu sein scheint oder so ähnlich, dann wohl dann umzunieten. Also eine Story, eine Rache-Story im Endeffekt. Episode 3, huh? Let's give him a show, I suppose. Kann mich irren, aber ich glaube, ich hatte drei Granaten gekauft, oder? Sollte ich mitnehmen. stimmt. Und ich hatte da einen Punkt reingetan, weil das hätte mir wahrscheinlich gebracht, was, wenn ich das hätte. Dann habe ich das da genommen, damit ich mehr Gesundheit habe. Genau. So. Ich hoffe sehr, dass das Internet jetzt nicht schon wieder rausfliegt. Zumindest für die nächste, sagen wir mal, ungefähr Stunde. It's time for our challengers to brave the twisting corridors of the abandoned housing block. With the entrance behind them sealed shut, Scarlett and Manson will have to find another exit. Where are we supposed to go? I only see one door out of here. And right off the bat, it's an ambush. Okay. Mal gucken, ob ich das ein bisschen besser hinbekomme als beim letzten Mal. Wahrscheinlich nicht unbedingt, ne? Mal gucken. Wirst du jetzt treffen oder wirst du wie beim letzten Mal wie ein Besoffener daneben schießen? Okay, diesmal hast du getroffen. Cool. Ausnahmsweise mal. Ich denke mal, wenn ich da bin, bin ich ein bisschen besser geschützt als da, oder? Weil ich dann nicht so easy flankiert werden kann. That hit was savage. He might want to try that with his eyes open next time. Oh ja, jetzt ist der Angriffsschaden im Nahkampf wesentlich höher. Oh, ups. Ich würde ja nicht unbedingt mit meiner Knarre draufhauen. Wenn die Knarre nicht mehr funktionstüchtig wäre oder so, okay, dann würde ich mit der Knarre draufhauen, aber nicht mit einer voll funktionstüchtigen Knarre. Da ist ja die Gefahr zu hoch, dass zum Beispiel der Lauf auf einmal krumm ist oder sonst irgendwas auf einmal passiert. Und dann das nächste Mal, wenn du schießt, fliegt dir der Teil plötzlich um die Ohren. Okay, mal gucken, was jetzt in der nächsten Cutscene ist, weil die konnte ich jetzt nicht mehr angucken, weil ich halt dann bemerkt habe, dass Internet tot war. That ambush barely slowed them down. There should be an elevator behind that door. Let's go. Another twist? Heads up, more on the way. Wait, now what?
Watch it, Red! Oh! Knocked out by a grenade! The Challengers are in big trouble. Who's that coming out of the... Wait, it's Ulysses Derrick, our current regular. What's he doing here? Hey, Manson. I gotta admit, you know, there's something back in your head, but that was then, and this is now. Marty! I don't believe it! Marty Manson's attempt to be the show's first two-time champion has been cut short in brutal fashion. But what about Scarlett? She manages to reach the elevator. Gut, dass ich keine... Marty. After the shocking loss of Marty Manson, his protege, Scarlett Martillo, is once again all alone, making her way to one of the upper floors of the block. Will she be able to survive on her own? Keep watching Homicidal All-Stars to find out. Gut, dass ich keine Waffen oder so gekauft habe für den. Und das erklärt jetzt, warum der eigentlich so ein hohes Level vor allen Dingen auch hatte. Ich meine, okay, einerseits hatte der so ein hohes Level, weil er schon mal bereits hier gewesen ist. Und andererseits hat er wahrscheinlich ein hohes Level gehabt, damit der so ein bisschen halt unterstützend wirkt. Für den Anfang. Aber ist ja irgendwie schade zu sehen, ne? Da hattest du einen Knockback gehabt. Oh, ich sehe gerade, ich habe ja die Shotgun ja gar nicht mehr. Ergo, ich kenne ja gar nicht mehr. Ich hoffe, dass man einen anderen Charakter bekommt, der dann auch eine Shotgun verwenden kann, damit du dann das nutzen konntest, was du gerade hattest. Das wäre toll, wenn ja. Kann man das? Bombs! Will Scarlett be able to disarm them? Entschärfe die Bombe, wenn das Licht grün leuchtet, damit du sie nicht auslöst. Good reflexes. Die schlimmste Falle für Farbenblinde. Nerves of steel. Perfect timing. And Scarlett makes it past the bomb traps. Yo, I know you. Echt? Ich dich aber nicht. Das ist ein Ulysses-Fan. Awesome fight down there. Thanks. Ulysses is like so cool, isn't he? I wish I could meet him. Ja, der ist super. Aha. Dein zweiter Grad der Trennung von Ulysses. Ulysses ist ein Psycho und du auch, ja. Ich glaube, ich sollte aber das hier oben machen, weil das ist, glaube ich, Schönheit, ne? Ich hoffe, du triffst Ulysses. Thanks for the autograph. Oh. Man will halt Schönheit haben für, was war das? Walker und King Frost oder so ähnlich? How much more can Scarlet take? Oh, das ist nur ein Gegner? Nee, das sind zwei Gegner, okay. Das wird jetzt problematischer mit dem Mist hier, ne? Machen wir mal das hier. Preparing for a kill shot. Couldn't outrun that incoming fire. Ah doch, der wird in seiner Bewegung angehalten. Okay, cool. Gut zu wissen. A close call. Ich glaube, den da hinten will ich im Nahkampf umnieten. Mal lieber dahinter und machen Overwatch. Setting herself up in a defensive position. Unable to deadly aim on that one. Egal, der Kollege ist tot.
Benutzt doch nicht die Knarre, Mann! Die Knarre ist sensibel! Scarlet may be alone, but she's still in the game. Okay. Was? Drücke C für was? Level up? Oh, level up. Füllt nach der Tötung eines Feindes durch einen standardmäßigen Nahkampfangriff einen AP wieder auf oder untreffbar? Vorher hätte ich gesagt untreffbar. In der jetzigen Situation würde ich eher sagen Berserker. Berserker ist, glaube ich, nicht verkehrt. Wo muss ich lang? Ich weiß gerade nicht so genau. Ich habe gerade keinen Plan, aus welcher Richtung ich eigentlich nochmal gekommen bin. Ah, okay, aus dieser Richtung hier. Okay. Hey, you there! Beggars can't be choosers. Excuse me? I wanted an autograph from Marty, but I guess you'll have to do. Oh, echt jetzt? In liebevoller Erinnerung an Marty. Deine zweite Wahl. Marty ist tot, du Stück Scheiße. For Marty. Ja, ja. Wie viele Punkte brauche ich dafür noch? Oh Gott, das sind noch so einige Punkte, die ich dafür benötige. Ob ich da... Die kann ich nicht entschärfen, ne? Nee. Ich habe das doofe Gefühl, dass die aber vielleicht einen Lichtsensor oder so haben. Oh, oder auch nicht. Okay. The door refuses to cooperate. Keeping an eye out for reward boxes pays off again. Güter. Was macht die Waffe? Mehr Schaden, mehr Munition, Bonus für Überwachungsgenauigkeit. Oh. Eventuell sollte ich vielleicht im Moment auf diese Waffe wechseln, oder? Oder wahlweise auch auf diese Waffe. Entweder Hüter oder Blutsauger, weil ich denke mal, ein bisschen extra Schaden von irgendwoher. Könnte gerade nicht schaden, aber das hier könnte auch nicht verkehrt sein. Machen wir mal das, um zu schauen, wie das so ist, wenn ich das da habe. Die Blutung. Through there. Not opening. Was steht da drauf? Ah, scannen. Okay, Augenscan. Muss ich irgendjemandes Kopf haben oder Auge? Klatsche ich einfach mal eben kurz dagegen und voilà. Dann komme ich durch. Right in front of her. Nowhere else to go but forward. Im Alleingang. Lass mich raten, entweder kriege ich in dieser Arena oder danach dann womöglich einen neuen Begleiter. Other door sealed. There's no other path for Scarlet than through this combat arena. But will she be able to beat the arena solo? Da ist ein Fume dabei. Kevlar-Rüstung, Rüstung aus Titanlegierung. Ja. Meine vorherige Waffe hätte da gar nichts gebracht. Ah, das kann ja was werden, du. Ich hoffe, dass ich zügig einen neuen Begleiter bekomme. Eine Schlüsselkarte? Oh, Scarlet got the key card, but now she's trapped. Ob es irgendwann mal solche Gebäude auch in Real Life gibt? Ich meine, hier und da kann es vielleicht so geben, aber ich meine halt wirklich so Gebäude, die dann fast schon wieder eigene Stadt dann sind und Wohnräume, Läden und was weiß ich noch was sind, haben. Also, wie man halt aus diversen dystopischen Filmen halt kennt, oder wie zum Beispiel hier in diesem Spiel. Meine halt jetzt nicht damit, dass das dann vielleicht irgendwie gar nicht mal so verkehrt wäre, wenn man sowas hätte. Ich glaube eher, das wäre nicht so toll.
Das wären, glaube ich, nicht so die tollsten Gebäude, denke ich mir mal. Ich habe keinen Plan, wo ich hingehen will. Weil ich halt solo jetzt alles machen muss. Nahkampfschaden ist okay, nicht tödlich, dachte ich mir. Oh, did anybody get the number of that train? Ah, okay. 6x3 Schaden. Und der Schaden kommt immer dann. Even more defenders on the way. If you bet on Scarlet, you might want to call your bookie. Irgendwas wird passieren, dass ich dann einen zweiten Charakter habe. 100 Pro. Der Blutungsschaden kommt offenbar kurz bevor die Gegner dann wohl dran sind. So wie das ausgesehen hat. Super. One less scum to deal with. Nichts. He hits his mark. Setting up a kill zone. Ist das eine Bombe? Surprise, Novaloch. Oh, hey! Oh, that's no defender. It's Challenger Tybalt Ivashenko, up to some kind of holographic trickery. Das müsste, glaube ich, noch in dem Stream gewesen sein, ne? Kurz bevor er irgendwie krepiert ist. Den hat man ja in einer dieser Nachrichten ja drin gehabt. Bei diesem Beichtstuhlbereich-Gedöns. Ein Meister der Verkleidung und ein hervorragender Hacker. Er ist ein Meister der Sabotage und Täuschung. Tybalt. Tybalt soll Scarlet aus ihrer Falle befreien. Tybalts, was für eine Brille? IR-Brille ermöglicht es ihm durch Rauch hindurch, Rauch einschließlich des Raumschirms von Fume zu sehen und auf verdeckte Feinde zu schießen. Ah, okay. Also könnte ich jetzt einfach auf ihn drauf schießen, oder was? Super. Und das muss ich hier wohl betätigen, um hier rauszukommen, oder was? Ah, okay. Da sind aber Gegner. Was ist denn das? Körpertausch. Tausche die Erscheinung mit einem humanoiden Ziel, um Feinde dazu zu bringen, das Ziel anzugreifen und den Wirker zu ignorieren. Ha. Ich könnte jetzt also den... Ich könnte jetzt also ihn hier angreifen mit dem Körpertausch, aber... Machen wir mal. And Tybalt is up to his holographic tricks again. Heißt das dann, dass ich jetzt einfach gemütlich hier hingehen kann und... Oh, verdammt. Tooltip, geh mal weg da. Na, das ist blöd. Getting ready for incoming opponents. Oh, der wird doch nicht in der Bewegung aufgehalten. Schade. Gotta be disappointed with that.
waiting for an opportunity. Dadurch, dass er mich nicht angegriffen hat, heißt das, dass... Hey. Okay. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich auf den Schalter drücken möchte. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich das mache, dann, ja. Hm. Kill ich mich da versehentlich mit? Mir gefällt der Gedanke jetzt nicht, da drauf zu drücken. Warte. Ich kann ja zur Not speichern. Nur dafür. And Tybalt's able to lower the gate. Okay, meine Deckung scheint wohl nicht aufgefallen zu sein. Meine Verkleidung scheint wohl nicht aufgeflogen zu sein, so rum. Ich gehe dann mal lieber in Deckung. Wo kann ich am besten in Deckung gehen? Aber die ballern jetzt erstmal schön auf den da wahrscheinlich drauf. Oder versuchen zumindest. Oh, super. Jetzt ist meine Verkleidung weg.